Oh, da ist was. Was machen Sie denn da? Sie haben mich wieder fast angefackelt. Entschuldigung. Na, ich dachte, wir müssen schon mal. Ich dachte, schon wieder? Sie sollen mich nicht anfackeln. Heute treffe ich Katja Kipping, Bundestagsmitglied, Parteivorsitzende der Die Linke und Befürworterin der Vier-Tage-Woche. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, hallo. Vorweg, ich bin gegen die Vier-Tage-Woche. Ganz ehrlich. Weil Sie lieber 3 Tage nur arbeiten wollen? Richtig, 4 Tage lieber schaue ich nicht. Ja. Vielleicht gehören Sie ja zu einer Einkommensgruppe, wo auch 3 Tage reichen würden. Na, bei mir ist eher so, 4 Tage kann das ZDF nicht bezahlen. Ja. Deswegen. Kleiner Werbeblock für Rundfunkbeitrag. Ja, schon gezahlt. Spielen Sie Computerspiele? Ich bin bei Moorhühnern ausgestiegen. Oh. Ihr seid jetzt Schatzsucher. Auf der Suche nach einem alten Artefakt. Nach dem Schädel aus Diamanten. Oh, okay. Wie sind wir denn hier gelandet? Das ist eine gute Frage. Ja, die Glühwürmchen sind so ein bisschen romantisch, ne? Ja, ist das Ihr Sinn für Romantik, dass hier so Blitze einschlagen? Naja. Wir müssen jetzt irgendwie so einen Schatz finden. Wenn wir weitergehen, kann es ja sein, dass wir irgendwo hinkommen, wo es dunkel ist. Ach, hier ist ja eine Fackel. Ha! Und sehr da gut. Muss man eine Hand drauflegen, oder? Sie sind aber pfiffig. Oh Gott, jetzt, wie ist das passiert? Um Gottes Willen. Zum Glück brennt jetzt nichts, sondern das ist doch schon mal gut. Wir haben Licht und gehen weiter. Ach, hier ist ja schön. Und Sie haben ein bisschen Höhenangst, haben Sie gesagt. Das finde ich ja höchst amüsant. Knirscht nicht das Holz, wir können also drauf. Jetzt geht's runter. Das können Sie von Ihren Umfragewerten. Nee, das stimmt nicht. Nein. Schlecht recherchiert, die sind kurz wieder nach oben gegangen, aber sie sind natürlich in der Tat zu niedrig. Ja. So, dann gibt es einen ersten Toten. Also das kann uns auch passieren, wenn wir. Ist da ein Toter, zeigen Sie mal? Na, zumindest ist ein Skelett. Karl Marx vielleicht? Dessen Gedanken sind ja nach wie vor höchst inspirierend. Ja. Ah, das war ein schönes Tier. Wie stehen Sie persönlich zu Ratten und Mäusen? Nee, Ratten sind gar nicht das Problem. Mein Problem sind eher Hunde. Hier ist wieder so ein Hunde? Ja. Wie jetzt? Da will ich aber mehr zu wissen. Also Sie haben keine Angst vor Ratten, aber vor Hunden? Ja, so vor bellenden Hunden, das finde ich schon irgendwie. Das ist eine Gemeinsamkeit mit Angela Merkel, ne? Also gibt es da noch mehr Gemeinsamkeiten? Ich finde, man kann ihr deutlich mehr vorwerfen, ja, als das. Irgendwas wird jetzt hier bestimmt passieren und aufgehen, aber ich frage mich gerade, was. Ah, ja. Ist schon, die Tür ist weg. Gehen Sie mal durch. Kommen Sie nicht mit? Ich würde mal sagen, ich warte mal. Ich habe einen Fuß in der Tür. Huch. Schnell durch, beide, schnell. Sie verbrennen mich. Passt Sie auf. Aber es ist krass, oder? Man denkt wirklich, man unter einem geht's tief nach unten. Da ist eine Säule runtergefallen. Da lachen Leben Sie. Sie noch? Sie lachen, ich komme hier nicht weiter. Soll ich einen Arm ausstrecken? Nee, das geht wegen Corona ja nicht. Dann müssen Sie springen, tut mir leid. Nee, da kann ich, wie soll ich denn darüber springen? Das ist absolut unmöglich. Natürlich ist das möglich, ein ordentlicher Spagatsprung. Haben Sie nicht irgendwie, man muss... Den machen Sie mir mal vor, den Spagatsprung über die Entfernung. Und jetzt fahren Sie auch einfach hoch, oder was? Was ist das für eine Art? Tut mir wirklich leid, das fährt von alleine. Ist das Ihre Vorstellung von sozial? Ich habe aber noch eine Frage, Frau Kipping, bevor Sie da abhauen. Ich höre auf keinen Fall ab. Wenn Sie jetzt irgendwie da Höhenangst haben, setze ich mich hin und rede Ihnen gut zu. Weil ich habe eine Frage. Ja, dann wenn jetzt bei Sie der mal. Nächsten Wahl ja. Die Grün, es eine grün-rot-rote Mehrheit gibt. Woran wird die Linkskoalition diesmal scheitern? Ich hoffe ja sehr, dass sie nicht scheitern wird. Das ist ja auch eine Verpflichtung. Ich einfach finde, wir brauchen einen Politikwechsel. Ja? Wir brauchen eine sozial-ökologische Wende. Und die wird mit der CDU nicht kommen. Also das sieht man ja. Haben Sie sich gerade hingelegt? Nee, ich setze mich hin, um Ihnen gut zuzureden. Wenn Sie da so alleine auf der Säule stehen, wenn Sie jetzt Panik kriegen... Ist im Spiel vorgesehen, dass man irgendein Rettungsseil hat, was Frau man Kipping, zuwerfen kann? Frau Kipping, ja? Wenn Reden nichts hilft, muss man vielleicht mal handeln. Dann gehe ich jetzt weiter, ja? Sie sind da safe genug? Handeln ist wie Reden, nur krasser. Also ich würde sagen, Sie gehen mal um die Ecke und schauen, ob Sie nicht irgendein Hilfsmittel für mich finden, ja, was mich aus dieser Lage befreit. Ich stehe hier, ich habe ja auch Höhenangst. Ah, wunderbar. Oh Gott, oh Gott. Bitte helfen Sie mir! Ich habe ein Stück Holz und was wir jetzt mal machen, ist ganz tief und ruhig atmen. Okay. Waren Sie schon mal beim Geburtsvorbereitungskurs? Ganz Nein. ruhig, tief in den Bauch einatmen. Dann
Langsam ausatmen und zwar doppelt so lange. Und sich immer aufs Zählen konzentrieren. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wieder tief einatmen. 1, 2, 3, 4. Nicht hyperventilieren. 1, 2, 3, 4. Geschafft, geschafft, geschafft. Wenn die Linken der SPD einen Vorwurf machen, ist das nicht ein bisschen so, als würde ein Veganer mit einem Vegetarier schimpfen? Schöner Vergleich. Ja, ich weiß. Das trifft, glaube ich, auf ein paar Kritikpunkte von uns zu. Also zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, der Mindestlohn soll 12 Euro sein und wir sagen, naja, aber das reicht perspektivisch nicht und so weiter. Da ist es so, stimmt der Vergleich. Es gibt ja aber noch ein paar Sachen, wo wir sagen würden, Mensch, ihr habt ja überhaupt nicht das grundsätzliche Problem richtig erkannt und einen Angriff genommen. Hier ist es aber schön warm. Ist das nicht beeindruckend? Das ist ja faszinierend. Aber es ist kein wirkliches Feuer, oder? Naja. Ich würde nicht reinpacken. Ja, ja, was immer es ist heiß. Ein Knackpunkt zwischen SPD und Linker ist ja auch immer die NATO. Die Linke sagt ja kurz gesagt nein, die SPD sagt ja. Aber wenn wir jetzt nicht mehr in der NATO sind und der Russe uns angreift, dann haben wir nur noch Gerhard Schröder. Das wäre natürlich eine verheerende Vorstellung, auf den angewiesen zu sein. Eben. Aber das Thema NATO, das hat sich doch erledigt, weil das ist doch kein Wertebündnis mehr. Also bitte, welche Werte verbinden uns denn mit Donald Trump oder mit Erdogan, der jetzt mal die jesidischen Gebiete wieder bombardiert hat? Aber wenn wir nicht mehr in der NATO sind, kann es nicht nur der Russe angreifen, sondern auch die NATO. Sehen Sie nicht die Gefahr? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn man Frieden und Entspannungspolitik will, ist viel notwendiger ist, auch mit Russland zu reden. Und das sage ich als jemand, der sozusagen wahrscheinlich, wenn er in Russland wäre, dort die Protestbewegung mitunter, also dort beim Teil der Protestbewegung wäre. Aber Sie haben gesagt, wahrscheinlich, ganz sicher sind Sie sich nicht, ob Sie Teil der Bewegung wären? Nee, das Problem ist eher, bei welcher Protestbewegung man dort ist, weil ich habe mich mit Leuten von Pussy Riot getroffen und so weiter. Ne? Das sind natürlich Interesse, also was es da in der Kunstszene an feministischen Initiativen gibt und so weiter. Aber meine Überlegung war eher, was mit mir dann passiert, wenn man in Russland dort politisch aktiv ist. Was war Ihre Frage? Aber ist dann nicht doch die NATO eine gute Sache? Ich finde, man braucht internationale Zusammenarbeit, aber die muss über die UNO laufen, die muss über die Weltgesundheitsorganisation laufen, die muss über das UNHCR, das Flüchtlingswerk laufen, über die Klimaschutzkonferenz der UN, aber nicht über die NATO. Und das Ziel kann auch nicht sein, wie stellen wir uns in einem Krieg gegen Russland auf, sondern wie sorgen wir für eine Entspannungspolitik, damit es überhaupt nicht erst zu so einer Kriegsgefahr kommt. Okay, apropos Entspannung. Spannung. Das wir ist müssen hier noch raus, nicht so entspannt. Und zwar schnell. Sind Sie schon verspannt? Oh, das ist auch eine schöne Statue. Aber ist hier was? Muss man da irgendwas drücken machen? Ich glaube nicht. Es ist so ein bisschen wie Gysi, sieht wütend aus, macht aber nichts. Nee, das sieht doch freundlich aus. Und deutlich andere Frisur. Ja. Aber die Fackel ist nicht warm, oder? So weit geht das Spiel nicht. Wollen Sie mal? Nee. Oh, da ist was. Was machen Sie denn da? Sie haben mich wieder fast angefackelt. Entschuldigung, aber das sind Diamanten. Wieso zünden Sie Diamanten an? Na, ich dachte, wir müssen... Schon wieder? Sie sollen mich nicht anfackeln. Himmel! Ich dachte, wir müssen Diamanten finden oder so. Sie haben ja auf Instagram einen Live-Chat, ne? Ja, auf genau. Auf einen Kaffee mit Katja. Mhm. Haben Sie eigentlich Angst um Ihre Daten, was Facebook und Co. angeht? Oder ist das eher zweitrangig, wenn man mal vom Verfassungsschutz beobachtet wurde? Das, was es an Datensammelei gibt, ist natürlich ein Riesenproblem. Angst ist nicht der richtige Begriff dafür, aber politisch treibt mich das stark um. Und ich habe zusammen mit Digitalisierungsexpertinnen von uns mal gemeinsam hingesetzt und überlegt, was kann man tun, um wirklich diese enorme Macht, den enormen Einfluss dieser paar großen Firmen wie Facebook und Google, um den einzuschränken. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir sind wieder Glühwürmchen. Überall Glühwürmchen. Und müssen wir Glühwürmchen fangen? Nee. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier drauf. Was halten Sie davon? Hier ist doch so ein Stein. Was ist, wenn wir... Entschuldigung. Aber ich verhöre Sie. Wir dürfen es doch nicht anfassen. Ach so, wegen Corona. Ja, aber ich denke, wir müssen jetzt hier Krisen lösen. Ja, wir haben es geschafft. Ach, das ist es? Ja, da ist doch der diamantene Schädel. Ah, super. Sie haben Ihr Ziel erreicht, Frau Kipping. Ist das eine neue Erfahrung für eine Linke?
Jedes erreichte Ziel ist eine Zwischenetappe, wo man sich aufs nächste Ziel freut. Glühwürmchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Geist aus der Flasche geholt haben, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir auch nie wieder hier raus. Es wäre aber okay für mich, weil ich finde es echt schön. So, jetzt können wir, glaube ich, die Brille abziehen. Wie hat es Ihnen gefallen, Frau Kipping? Ja, es war Wahnsinn. Ja, wirklich? Dann machen wir jetzt gleich das nächste Level. Vielleicht ist das ja hier das nächste Level. Sie sind ja die einzige Parteichefin, tatsächlich, die unserer Einladung gefolgt ist bei diesem Spiel. Sind Sie höflicher als die anderen oder haben Sie einfach weniger zu tun? Ich glaube einfach, dass vielleicht bin ich ein bisschen abenteuerlustiger. Vielen Dank, Frau Kipping. Gerne. Und da haben wir dann doch noch eine Gemeinsamkeit mit dem Sozialismus. Wir sind am Ende. Vielen Dank. Ich suche doch nur den Abo-Button und weitere Videos.